Eigentlich war Ride to Hell Retribution ja schon vor knapp 5 Jahren gecancelt worden, doch jetzt hat das Spiel doch noch seinen Weg in die Händlerregale gefunden. Ob dabei am Ende ein guter Action-Titel oder vielleicht sogar eine Open-World-Offenbarung geworden ist, das klären wir in unserem Ach fuck, sagen wir doch wie es ist, das Spiel ist komplett scheiße. Kurz Moment mal bitte. Flo! Jo? Sag mal, du spielst doch auch gerade dieses unfassbare Ride to Hell Retribution? Scheiße? Scheiße! Komm rein. Nee. Und weil das Spiel so schlecht ist, gibt's kein klassisches Testvideo, sondern die skurrilsten, verrücktesten, absurdesten, bescheuertsten, hirnverbranntesten und absolut lächerlichsten Momente aus Ride to Hell Retribution. Und das fängt ja schon beim Intro an. Und da ist er auch schon, Jake Conway, Hauptdarsteller in Ride to Hell, der so ein bisschen so aussieht wie Jack Black auf Steroiden und mit Gesichtslähmung. Und nein, das ist jetzt nicht geschnitten, er steht hier tatsächlich plötzlich an einer Gatling Gun. Keine Ahnung warum, aber es ist halt so. Und schwupps wieder auf dem Motorrad. Aber nur für ein paar Sekunden, denn plötzlich geben wir einem Glatzkopf in einem Quicktime-Event aufs Maul. Und bam! Auf einmal stehen wir über einem Typen und müssen den abknallen. Da muss Jake wohl einen schlechten Tag gehabt haben. Aber das Beste kommt ja noch. Warum zum Geier springt Jake hier über einen Helikopter? Muss man halt vorbei, ne? Auf jeden Fall fantastisches Intro, da merkt man gleich, was auf einen zukommt und das ist einiges. Zum Beispiel... You look like shit, Jake. Ja, der Jake sieht nicht nur scheiße aus, sondern will auch seinen Bruder rächen. Der wurde nämlich von einer Bande minderbemittelter Rocker umgebracht. Und wir haben den Eindruck, dass er seitdem so ein bisschen emotionale Probleme hat. Wir geben da mal ein paar Beispiele. Jake wütend. Jake schwer verliebt. Jake stark erregt. Jake in einem Rausch aus Sexlust und Todessehnsucht. Jake glücklich. Und Jake beim intensiven Nachdenken. Doch dazu später mehr. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Nicht alle Gegner in Ride to Hell sind so dumm. Die meisten sind noch dümmer. Manche stehen einfach saublöd rum und wollen einer aufs Maul. Manche wollen nicht aufs Maul und beschließen, nach Hause zu gehen. Andere wollen sich heimlich anschleichen. Und manche haben gar kein Problem mit uns, sondern mit Tankstellen. Nur Rüdiger hier vorne nicht, der hat ein Problem mit blauen Autos. Strunzdumm sind aber nicht nur die Rocker, sondern auch die Highway Cops. Hier mal ein kleines Verfolgungs-Best-of. Beim Drogenpäckchentransport hört der Spaß allerdings auf. Da greift die Polente zum absolut Äußersten, die sogenannte spontane Selbstzündung. Unglaublich. Der Rock-Soundtrack von Ride to Hell ist ganz okay. Den haben wir hier aber mal runtergedreht, der stört nämlich nur bei den grandiosen Soundeffekten. Die Schlägereien hören sich an wie eine Mischung aus Bud Spencer klopft Kalbfleisch und Kacke am Turnschuh.
don't. What a Blödmann. Eine deutsche Sprachausgabe gibt's zwar nicht, dafür aber immerhin englisch sprechende Deutsche. Das ist doch auch mal was, oder auch nicht. Triple six and tell him the situation. Und this guy bring the feed back. Fucking Discop. So, und jetzt aufgepasst. Die folgende Szene passiert tatsächlich so im Spiel. Dieser fremde Typ hier greift uns ohne erkennbaren Grund an. Später passiert dann Folgendes. Nein, die Dame kennen wir nicht, aber Jake verfügt anscheinend über die einzigartige Fähigkeit, Frauen auch in voller Montur beglücken zu können. Und so geht's im weiteren Spielverlauf munter weiter. Von der Mechanikerin bis zur Hinterhof-Tussi wird alles niedergenudelt, was nicht männlich ist. Und wenn Jake mal keine zur Hand hat, ja, dann nimmt er eben zwei. Das Pimpern verläuft übrigens komplett geräuschlos. Wir haben uns deswegen mal die Mühe gemacht und einfach mal ein paar Kampfgeräusche drüber gelegt. Neben den harten Action- und Sexszenen gibt es aber auch subtile Momente in Ride to Hell. Momente, die zum Nachdenken anregen. Momente, in denen wir innehielten. Momente, in denen wir uns gedacht haben, what the fuck? Zum Beispiel hier. Anfangs ist uns das gar nicht aufgefallen, aber als wir uns diese Szene wieder und wieder und in Zeitlupe zu Testzwecken angesehen haben, stach uns dieses Foto förmlich ins Auge. Wer ist der junge Mann eigentlich, der uns da so selig anlächelt? Ist es der Kerl, der den Stromzähler abliest? Der Bäckergeselle von nebenan? Oder ist es am Ende sogar ihr in Disneyland verschollener Sohn? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur eins. What the fuck? Warum gibt es in Ride to Hell auf einem Schrottplatz Türen wie im Supermarkt? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur eins. What the fuck? Und zum Abschluss das hier. Shut up, old man. Damn. Für das ungeschulte Auge nur eine kurze Sequenz, für uns deutlich mehr als das. Wer sind diese beiden Herren im Herbst ihres Lebens? Warum hat der Polizist eine Sporttasche dabei? Befindet sich da denn etwa der Affe, der dieses Spiel programmiert hat? Und ist der rechte Typ am Ende gar der verschollene Sohn aus What the Fuck Moment Nummer 1? Nur älter, fetter und teilrasiert? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur... Moment mal, Flo. Was ist mit der PC-Version eigentlich? Ja, die sieht so aus. Boah, lass uns bitte das Fazit machen. Eins sollte jetzt klar sein. Ride to Hell Retribution ist die Verarschung eines Spiels. Wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Ballerbums-Orgie und halten's wie Jakes Onkel Mac. Einfach rechts ranfahren und zeitverzögert explodieren. Gott!